verschiedene Aspekte gerade betrachtet vom Bereich KI, Gen AI, Hochschule und jetzt gehen wir mal vom, ich sag mal, Bereich der Lernunterstützung und auch vom Bereich KI-Fachkräfte, Gewinnung, Entwicklung in den Bereich Administration und was KI da für Hochschulen leisten kann. Denn heute haben wir Besuch von der TUM School of Management. Das ist die betriebswissenschaftliche Fakultät der TU München. Und hier wurde ein Gen AI Copilot entwickelt, der genau das macht, nämlich die Administration zu erleichtern. Und die ganzen Studierenden müssen jetzt gar nicht mehr warten, bis die Büros wieder geöffnet haben, sondern können rund um die Uhr einen Ansprechpartner finden und können direkt Fragen auf ihre Anliegen bekommen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, man kann sich vorstellen, das war ganz schön viel Entwicklungsarbeit auch dahinter. Was sind denn die Learnings aus dieser ganzen Entwicklungsarbeit, von der vielleicht auch andere Hochschulen dann jetzt direkt profitieren können? Das erzählen uns jetzt zwei unfassbar aktive Menschen, die wirklich mit viel Herzblut, sie haben mir gerade noch erzählt, 14 Stunden am Tag Schreibtisch an Schreibtisch bis spätnachts daran gearbeitet haben, das alles möglich zu machen. Sie sind beide unter anderem Ambassadors für die Lernplattform für KI, also KI Campus des Deutschen Stifterverbandes und haben dort auch übrigens, interessant zu wissen, einen Online-Kurs zur generativen KI entwickelt. Und dieser wiederum wurde sogar von der FAZ gehighlightet als besonders empfehlenswert. Kurzum, die beiden machen mit viel Herzblut einen super Job und was sie alles auf die Beine stellen, schauen wir uns jetzt an. Und so der ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter am Gen AI Labor der TUM, Technischen Universität München, wie gesagt, und jetzt Co-Teamlead für den Gen AI Co-Pilot an der TUM, wo er mit anderen Teamleadern einen Chatbot entwickelt, Henry Zalbertus. Da ist er auch schon. Hallo Henry, hi. Herzlich willkommen. Danke. Komm gerne schon mal in die Mitte der Bühne, wir stellen deinen Kollegen vor. Jo. Er hat direkt bei mehreren Partnern, so wie du auch, Gen AI-Initiativen vorangetrieben, geschult, ganz viele Leute mit an Bord genommen. Generative AI Project Manager und Research Assistant Jan Plür. Hallo Jan! Hey, hey! Hi, grüß dich. Hallo. So, euer Kurs, ich habe es ja gerade gesagt, auf dem KI-Campus wurde direkt gehighlightet von der FAZ. Cool, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was macht ihn denn so gut? Wie können wir denn jetzt alle tolle Kurse machen, von denen man sagt, rundum empfehlenswert? Okay. Ich glaube, was unser Ziel war mit dem Kurs, ein Setting zu schaffen, in dem wir sehr auf einer Casual-Ebene mit den Leuten in diesem Kurs zusammensitzen. Wir haben uns selber so ein Setup bei einem Kumpel von 6, 7 Leuten zusammengeliehen, einen Tisch, eine Kamera, irgendwie die Softboxen für die Lampen, haben uns dann da ins Büro gesetzt bei dem über Wochen, haben an diesem Schreibtisch da dann irgendwie haben versucht, diesen Kurs zu filmen. Das war schon, war viel Arbeit, aber wir haben echt versucht, möglichst casual mit den Leuten da diesen Kurs uns darzustellen und das möglichst gemütlich zu gestalten. Ich glaube, das trifft eben gerade bei der Zielgruppe einen guten Punkt. Mhm. Wenig Slides, viel Malen, Star Wars-Beispiele, also alles, was so die junge Zielgruppe mag. Ja. Wir hatten gerade in der Panel-Diskussion das Thema, wie man die Studierenden auch für das Thema AI, Gen AI begeistert. Wie kommt es denn jetzt, dass ihr beiden als Bachelor-Studenten da so 100% Vollgas Überholspur unterwegs seid? Das Ganze fing noch als Praktis an, damals in der Unternehmensberatung, wo das so mit ChatGPT anfing. Wann war das ungefähr? Zeitstrahl? Es war so April 2023. Okay. Und ganz frisch, ja. Relativ frisch noch. Und Jan hat da den kompletten Laden dann gerockt und dann hat er mal irgendwer gefragt, wie machst du das eigentlich? Und dann haben wir uns da relativ zügig in dem Kontext zu, ich sag jetzt mal, Power-Usern entwickelt und dann bei uns in der Uni eben den Bedarf gesehen, dass wir eben auch andere Studierende da Lust drauf haben und lernen möchten. Und dann haben wir eben angefangen mit Workshops und dann ging das peu à peu. Ja. Genau. Was, bitte, du weißt doch was ergänzt, entschuldige. Ja, passt. Okay, was kriegt ihr denn für ein Feedback, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei so einem Mittelständler mal die Tür öffnet, knock, 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 hallo, wir sind's, ihr macht die Tür auf und denkt, hui, die sind aber ganz schön jung, junge Studierende. Wie funktioniert das? Wir kriegen, also der erste Blick ist oft so, okay, ihr seht sehr jung aus für das, was ihr macht, aber wenn man überlegt, diese Technologie, Generative AI vor allem, ist ja gerade mal mit der Veröffentlichung von ChatGPT so wirklich marktreif geworden. Das heißt, eine wirklich
tiefe Expertise in diesem Bereich hat nicht wirklich jeder. Klar, es gibt Leute, die haben jahrelang in der KI-Forschung gearbeitet, aber die praktische Anwendung von der Technologie jetzt beim Arbeiten, im Arbeitsalltag, im Uni-Alltag, die ist erst so seit 1,5, 2 Jahren möglich. Und da können wir genauso viel zu sagen wie jeder, der seit 10 Jahren da schon arbeitet. Und vielleicht sogar einen Vorteil generieren, weil wir halt eben, ich sag mal, unbiased sind in der Hinsicht und jetzt nicht eventuell dann sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht und dann die 50. PowerPoint-Folie wieder rausholen. Das kommt dann mal ganz gut an. Okay. Schauen wir doch mal, wo unser Publikum bei dem Thema steht. Wenn ihr an Gen-AI-Tools denkt, wie zufriedenstellend konntet ihr die in euren Alltag, in eure Arbeit integrieren? Da müsst ihr gar keinen Hochschul-Background haben, es kann auch allgemein im Leben sein. Wer sagt, damit bin ich richtig zufrieden, leuchtet mir ein, bin ich fit mit, ist ein enormer Mehrwert. Integration von Gen-AI-Tools im Alltag. Und wer sagt, weiß ich, oh, aber aus irgendeinem Grund, so richtig knorke, bin ich noch nicht im Thema. Oder hilft mir irgendwie nicht so weiter für das, was ich tue, kann ja auch sein. Okay, Dankeschön schon mal für die Rückmeldung. Dann gucken wir uns doch mal euer praktisches Beispiel an, was das alles so kann, was ihr da forscht. Bitte schön. Achso, ganz kurz. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr online zuschaut, eure Fragen hier direkt auf die Bühne schicken. Wir werden sie gesammelt nachher auf dem iPad. Voilà, hier servieren. Super. Dankeschön. Wunderbar. Habe ich so einen Klicker? Selbstverständlich hast du einen Klicker. Und hier, kommt er auch schon. Perfekt. Bitte schön. Dankeschön. Wir wollen uns jetzt einmal kurz anschauen mit diesem Vortrag. Einmal natürlich, was machen wir an der Technischen Universität München? Wie sieht das bei so einer technischen Universität aus? Wir wollen euch aber auch einen Ticken ermutigen und die Changemaker unter euch, die vielleicht jetzt sagen, ich habe irgendeine Idee, ich habe was auf dem Herzen und irgendwie, ja, so, man redet die ganze Zeit über Gen-AI, aber irgendwie passiert nichts. Da wollen wir die Leute jetzt heute mal ermutigen und sagen und beziehungsweise bei uns vorstellen über unsere Story, wie man das vielleicht angehen kann, sodass ihr nach dem University Future Festival hier rausgehen könnt und auch bei euch an der Universität oder an der Institution oder Organisation etwas machen könnt. Und dafür habe ich mal eine Eingangsfrage mitgebracht, die auch direkt unseren Use Case vorstellt. Und zwar geht mal zurück in eure Studizeit oder in eurer Zeit, als ihr noch in der Lehre gewesen seid, was so für Fragen bei euch auf euch zukamen, mit denen ihr euch im Alltag beschäftigt habt. Das waren bei mir zum Beispiel Sachen wie, wo ist der Raum, wo finde ich Freunde in München, ist auch nicht so ganz einfach in der Großstadt, wie finde ich eine Wohnung, all so ein Kram, aber natürlich auch universitätsbezogen, wie lerne ich überhaupt, ich bin gerade aus dem Abi herausgekommen, alles irgendwie anders, jetzt kriege ich einfach nur ein Skript und ich soll selber lernen. Und diese Fragen stellen sich bei uns knapp 40.000 Studierende und zwar nicht nur noch innerhalb der Lehre, sondern im gesamten Spektrum, ich sag mal, eines typischen Studentenlebens. Unis sind heutzutage viel mehr als nur ein Ort der Lehre. Es geht auch darum, dass die Universitäten ein Stück weit einen Service Provider werden für die Studis, ich sag mal, die Studierenden als Kunden, um den Menschen dann zu helfen in ganz verschiedenen Themen. Ich habe mir mal ein paar aufgelistet, zum Beispiel auch Visa und Arbeit ist bei uns. Wir haben teilweise in manchen Kursen 70% International-Anteil und da sind natürlich nochmal andere Fragestellungen damit dabei. Und das Ganze wird begleitet von einem Studi-Administrationsteam bei uns. Das nennt sich bei uns der Student Support. Das ist eine Gruppe von Menschen bei uns an der Fakultät, die sich damit beschäftigen, diese Fragen zu beantworten. Und bei 7.000 Leuten in unserer Fakultät bedeutet das ca. 600 E-Mails pro Woche und davon sind ca. 80% relativ redundant, denn vielleicht kennt ihr das selber noch aus den WhatsApp-Chats und Co., dass ihr mal eine Frage habt, die irgendwie im Internet steht, aber ihr ist zu faul, sich das anzuschauen und stattdessen fragt man dann eben seine Peers. Und das war für uns ein super Use Case, um mal zu sagen, wie können wir denn jetzt Generative AI nutzen, um dieses Problem zu lösen und die Redundanz der Fragen zu verringern, damit unser Student Support Team sich um die wichtigen Fälle kümmern kann, wie beispielsweise Visa-Themen oder Housing oder Prüfungsfragen bei der Bachelorarbeit. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen von unserem Outlook-System zu Microsoft Azure OpenAI gehen und versuchen, einen Prototyp zu entwickeln mit generativer KI. Und ja, damit ist die TUM eine der ersten deutschen Universitäten, die LLMs, also sprich Large Language Models, systematisch in der Lehre bzw. in der Administration einsetzt und haben damit ein GenAI Lighthouse Project geschaffen, mit dem wir natürlich auch andere ermutigen möchten, ähnliche Schritte zu gehen und in einem gesicherten Umfeld Dinge auszuprobieren. Und wir möchten euch mit dazu noch eine Art, ich nenne es mal pragmatische GenAI Strategy mitgeben, mit denen ihr das anfangen könnt. Und zwar haben wir diesen Step oder diesen Schritt hier durchlaufen. Und die verschiedenen Stationen stellen wir euch jetzt einmal vor. Das erste Thema war Anwendungsfall identifizieren. Das ist, glaube ich, so das Typische. Man überlegt sich, wie kann man anfangen? Alle reden von Use Cases, man sieht auf LinkedIn hunderte Stories. Ja, aber wo genau sollte man jetzt ansetzen?
Vielleicht kurz vorher nochmal, wie das dann mit dem Projekt überhaupt anfing. Das waren wir im September 23 mit der Geschäftsführerin der TUM, Barbara Tasch, und wir haben uns eben genau diese Frage gestellt. Und jetzt gucken wir uns mal unsere Fakultät an. Wir haben 7000 Studierende, verschiedene Programme und Co. Und uns war wichtig, dass das, was wir machen, eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Sprich, dass Leute sehen, was wir getan haben. Und deswegen wollten wir etwas bauen, was direkt mit den Studierenden selbst interagiert. Deswegen dann auch der Chatbot, damit wir hier einen großen Hebel setzen können. Und ja, zu dritt lässt sich sowas, vor allem als Wirtschaftsinformatiker, relativ schwierig implementieren. Wir brauchen da also ein cooles Team, was mit uns diese Arbeit machen möchte. Und deswegen zum zweiten Punkt, wir haben Aufmerksamkeit erzeugt. Wir sind zu Professorinnen und Professoren, wir sind zur Geschäftsführung, wir sind zu Microsoft, auch zu anderen IT-Providern. Wir haben eigentlich versucht, überall anzuknopfen, wo es nur ging, und Aufmerksamkeit für unser Projekt zu erzeugen, um zum einen natürlich monetäre Ressourcen zu bekommen, aber auch in gewisser Weise den Idealismus und den Support von der Organisation selber, weil man kann sich vorstellen, als Studierender ist es dann immer noch mal ein anderes Verhältnis zu den Professoren, als jetzt vielleicht, wenn man als Angestellter dort tätig ist. Und das hat dafür gesorgt, dass wir relativ zügig von 3 auf 10 Leute gewachsen sind. Hier ist ein Ausschnitt unseres Teams. Und dann gesagt haben, wir zu 10 bauen jetzt eben diese Chatbot-Solution. Und das Coole dabei ist, dass jeder dieser Menschen auf dem Bild ein Studierender der TU München ist. Also sprich, wir von Studis für Studis diesen Chatbot entwickelt haben. Und in dem Kontext gebe ich jetzt einmal an Jan ab. Und zwar wollen wir jetzt mal anschauen, wie wir von Slides zu Code gesprungen sind, um diesen Chatbot jetzt zu realisieren. Genau. Wer in dem Publikum hat den Begriff Retrieval, Augmented Generation oder RAG schon mal gehört? Okay, ein paar. Wer hat schon mal ein RAG-System selber gebaut? Okay, auch schon ein paar. Super cool. Wenn man jetzt von Generative AI in den letzten Jahren schon viel gehört hat, dann ist der Begriff jetzt wahrscheinlich so der zweitwichtigste, den man hören sollte, wenn man operative, generative KI-Systeme bauen möchte. Denn Retrieval Augmented Generation ermöglicht es, dass man einen Chatbot baut, der im Prinzip auch deine firmeninternen, die universitätsinternen Daten nutzen kann, um konkreter auf Fragen zu antworten. Warum ist das überhaupt relevant? Wenn man sich jetzt mal ChatGPT Stand heute anschaut, kann er jetzt seit einer Woche für jeden kostenlos auch das Internet durchsuchen, hat aber immer noch Probleme, sehr versteckte, zum Beispiel Fachschaftsprüfungsordnungen, die irgendwo in TUM-Dokumentendschungel versteckt sind, zu finden, um dann daraus gegebenenfalls Informationen zu finden, um eine Frage von einem Studierenden zu beantworten. Woran liegt das? Die Firma OpenAI oder die anderen Anbieter von Sprachmodellen haben bei dem Training von den LLMs einfach keinen Zugriff gehabt oder kein Interesse daran gehabt, diese Daten zu nutzen, um den Chatbot zu trainieren. Das heißt, der Chatbot weiß nicht genau, was in diesen Dokumenten steht. Dementsprechend kann er eben auch nicht darauf antworten. Was macht jetzt also Retrieval Augmented Generation? Wir sehen, dass wir auf der linken Seite hier, auf der Darstellung, immer noch die Frage hatten. Also wenn ich jetzt zu ChatGPT gebe und was eintippe, passiert Folgendes. Wir haben zwischen der Question und der Antwort noch ein paar Schritte. Und der allererste Schritt ist, damit sowas funktioniert, wir müssen die Daten irgendwo finden, wir müssen die PDF-Dokumente finden, wir müssen unsere PowerPoint-Folien finden, unsere Dateien, die wir brauchen, um die Frage eines Studierenden zu beantworten. Und die müssen wir indizieren. Und das Indizieren ist nichts anderes, außer aus Text im Prinzip Zahlen zu machen. Diese Indizierung ist in einer sogenannten Vektordatenbank. Wer jetzt technisch sich auskennt, wird wissen, was es ist. Im Prinzip können KI-Modelle aus diesen Vektordatenbanken Suchen durchführen und können anhand der Kombination von Zahlen zusammenhängende Dokumente wiederfinden. Also wenn ich jetzt eine Frage eingebe, wird in dieser Vektordatenbank diese Frage in Zahlen umgewandelt und diese Zahlen werden dann mit der Vektordatenbank zusammengeführt und relevante Dokumente bzw. Abschnitte aus den Dokumenten wieder zurückgegeben aus dieser Datenbank. Das ist dieser Retrieval-Schritt. Daraus kommt dann ein relevanter Abschnitt aus den verschiedensten Hunderten von Dokumenten, die für die Frage relevant sind. Und als letztes passiert dann Folgendes. Man kann sich vorstellen, wenn man bei ChatGPT eine Frage eingibt, wird im Hintergrund dieser Abschnitt von dem Dokument nochmal dem KI-Modell wie versteckt als Info mitgegeben. Hier findest du die Antwort. Und dann kann ChatGPT basierend auf diesem Teil von dem Dokument und deiner Frage dir eine Antwort geben und verlinkt dich dann auch wieder zurück auf das Dokument, wo diese Frage beantwortet wurde. Also wird direkt wieder auf die Quelle verwiesen, was natürlich super wichtig ist, damit man sicherstellen kann, dass die Infos auch nicht erfunden sind. Jetzt wird es hier noch ein bisschen technischer. Das war jetzt gerade eine einfache Darstellung.
on a high level ist es relativ simpel, das aufzubauen. Wenn man es dann aber technisch umsetzen möchte, dann haben wir hier verschiedene Bereiche, die man da beachten muss. Was für die meisten Leute relevant ist, wo lege ich denn am besten überhaupt diese Dokumente ab, wenn ich es jetzt, sage ich mal, in einem sehr operativen System nutzen möchte. Wir haben uns da zum Beispiel Microsoft SharePoint entschieden, weil die TUM sowieso schon Microsoft verwendet. Dort haben wir die ganzen Dokumente hochgeladen. Und was auch noch super wichtig zu sagen ist, wir haben uns dafür entschieden, für das Sprachmodell auch das Microsoft Azure OpenAI-Modell zu nutzen, vor dem Hintergrund, dass es eben DSGVO-konform ist auf den Microsoft-Servern. Dazwischen passieren noch einige andere Sachen, die jetzt hier zu tief gehen würden, aber gerne ein Bild davon machen, wenn man das im Nachgang sich nochmal in Ruhe anschauen möchte. Das gibt es auch online, wenn man sich da reinlesen möchte. Kurz mal als Überblick zu dem, was wir jetzt dann letztendlich gebaut haben. Unser Copilot nutzt 5 große Elemente. Einmal, wie gesagt, dieser SharePoint für die Dokumente, wo wir sie hochladen. Wir nutzen LangChain als Python-Library, um den Code zu schreiben. Also wir nutzen die Funktion, die LangChain anbietet, um die verschiedenen Pipelines zu bauen, um aus Dokumenten die indizierten Dokumente zu machen und diese indizierten Dokumente dann wieder als Antwort auch auszugeben. Unsere Datenbank, dort, wo sie quasi abliegen, die Dokumente, ist Viviate. Wie ich schon gesagt habe, als Sprachmodell nutzen wir Azure OpenAI. Und um aus den nicht immer perfekt strukturierten Dokumenten und PDF-Dateien überhaupt irgendwas Sinnvolles rauszubekommen in der Datenbank, nutzen wir Unstructured. Das ist im Endeffekt ein Tool, was aus einem PDF, wo auch mal Bilder drin sind, Texte drin sind, relativ gut verarbeitete Zahlen macht, die dann in der Vektordatenbank abgespeichert werden. Dafür haben wir auch ein Showcase mitgebracht, wie das Ganze aussieht. Wenn ich jetzt einmal das Ganze abspiele. Vielleicht kann die Technik mir ganz kurz helfen, das Video abzuspielen, dann klappt das wahrscheinlich auch besser. Ich weiß nicht, ob das lädt. Genau, perfekt. Man loggt sich hier ganz normal wie bei jedem anderen TUM-System ein mit seinem TUM-Konto, hat dann hier dieses Interface, kriegt schon ein paar Beispielfragen, auf die man klicken kann, beziehungsweise Themen. Kann sich dann dort draufklicken, bekommt dann automatisch unten eine Beispielfrage generiert. Das hilft uns einfach, damit die Nutzerinnen und Nutzer da etwas besser wissen, was sie fragen können. Die Frage wird dann wie bei ChatGPT abgeschickt. Die Frage wird bearbeitet, die Antwort wird generiert und dann wird innerhalb von ein paar Sekunden hier eben der Text, wie man es kennt, bei ChatGPT auch erstellt. Mit dem Hintergrund, mit der Addition, dass wir hier eben noch die Quellen, wie man es auch im Text sieht, 1 und 3 mit rausgibt. Und wenn man jetzt darauf klickt, dann öffnen sich diese Dokumente auch im Browser in einem neuen Fenster und die Person, die halt die Frage gestellt hat, kann diese Dokumente einsehen, um dann zu schauen, ob die Frage auch wirklich richtig beantwortet wurde. Genau, ich würde einmal weiterspringen zur nächsten Folie, wenn das geht. Genau, wie geht's? Um es vielleicht einmal noch zusammenzufassen, die Strategie, die Henry eben schon einmal angerissen hatte, was haben wir jetzt konkret mitgenommen? Wir haben uns erstmal überlegt, wir brauchen einen guten Anwendungsfall, wo macht es am meisten Sinn? Dann war es relativ klar, die Massen an E-Mails, die wir bekommen in der Administration, ist auf jeden Fall ein super Anwendungsfall, um mit GenAI zu starten. Wir haben uns überlegt, wie können wir möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, da im Public Sector nicht immer alles so einfach und schnell funktioniert. Das heißt, wir mussten da relativ schnell und viel bewegen, dass wir auch die Ressourcen bekommen, um das Ganze umzusetzen. Wir sind dann, so schnell es ging, in die Entwicklung bzw. das Testing gegangen des Chatbots, dass wir sicherstellen konnten, dass das Ganze auch funktioniert und haben natürlich bei der Bereitstellung immer noch Herausforderungen gehabt, unter anderem der Datenschutz, wer hätte es gedacht in Deutschland, aber auch da mussten wir noch einmal mit den relevanten Stakeholdern sprechen, aber es hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass wir es nutzen können, deshalb ist der Chatbot jetzt auch seit knapp 3 Wochen live und wird getestet und von den Studis benutzt, was super cool ist. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar weitere Herausforderungen, die wir jetzt auch in der Zukunft noch beantworten werden müssen. Was haben wir für Ideen jetzt in der Zukunft für unseren Chatbot? Einmal ist eine der größten Fragestellungen, die wir jetzt beantworten müssen, wie können wir die Datenbasis des Chatbots verbessern, weil ich hatte ja gerade schon angeschnitten, nicht alle Dokumente, die dort abliegen, nicht alle PDF-Dateien sind perfekt strukturiert, die haben oft Screenshots mit drin, die Paragraphen sind nicht immer gut formatiert. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass das KI-Modell, diese Abschnitte aus den Dokumenten, aus der Datenbank, die es bekommt, müssen auch verständlich sein. Also wenn ein Mensch nicht lesen kann, was da steht, weil es so unfassbar schlecht formatiert ist, dann wird das ein KI-Modell auch nicht können. Das müssen wir manuell einmal sicherstellen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir den Chatbot so weit wie möglich personalisieren und das Ökosystem
der TUM einbinden möchten. Das heißt, wir wollen es auf Moodle bringen, das ist unser Lernmanagementsystem. Wir wollen es in TUM Online integrieren, dass wir auch die Informationen über die Studierenden dort bekommen und einfach noch viel personalisiertere und relevantere Antworten geben können, ohne dass der Studierende jetzt selber eintippen muss, ich bin XY und ich möchte gerne das und das von dir wissen. Um jetzt über die größten Hürden bei der Entwicklung noch zu sprechen, laden wir auch gerne jetzt das Publikum ein, erstmal natürlich Fragen zu stellen zu dem ganzen Thema oder auch vielleicht aus eigener Erfahrung zu erzählen, was für Herausforderungen in dem ganzen Thema schon aufgetreten sind. Wir erzählen auch gerne noch ein paar mehr Insights aus unseren Sachen, wenn es noch konkretere Fragen gibt. Aber ich würde damit einmal die Diskussion öffnen. Das Mikrofon ist schon da. Also sehr gerne jetzt melden, wer eine Frage oder Anmerkung hier zu dem Thema hat. Das heißt, ich darf hochkommen, habe ich das richtig gehört? Sehr gerne. Dann sneak ich mich mal zu euch auf die Bühne. Genau, also hier, ja, hier kommt schon eine Frage rein und natürlich auch für euch. Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einführung hier. Danke. Genau. Ihr dürft natürlich auch gerne die Hand heben. Wir haben ein Mikrofon da, da ist schon die erste Frage. Gut, schnappen wir uns die doch. Hallo, wir sind ganz Ohr. Hallo, danke für den tollen Vortrag erstmal. Mein Name ist Oliver Schlachter vom No-Coder-Team Freiburg. Ich habe eine Frage zu den Rechten. Habt ihr Möglichkeiten, Rechte zu vergeben? Wer welche Informationen aus dem RAG-System zurückkommt, bekommt? Und wenn es nicht so wäre, wie würdet ihr den Aufwand sehen, solche Rechte zu implementieren? Die Frage zielt natürlich darauf ab, wenn ihr das für Firmen, für größere Firmen macht, dann weiß man ja, dass unterschiedliche Rechte gefordert werden. Danke. Stand jetzt. Dankeschön. Stand jetzt zum Thema Rechte in unserem MVP-Format ist es so, dass wir nicht zwischen Nutzerrollen unterscheiden. Tatsächlich ist es auch so, dass wir derzeit keine persönlichen Informationen der User abrufen. Das hat datenschutztechnische Gründe. Das heißt, der Chatbot ist für jeden Studi in unserer Fakultät zugänglich. Und im Kontext von, wie würde es jetzt laufen, wenn wir beispielsweise mit Nutzerrechten arbeiten müssten, so ist es jetzt bei uns da, dass wir über SharePoint agieren, tatsächlich relativ simpel in dem Kontext, als das vorher abgerufen werden kann, welche E-Mail-Adresse, die über das Login benutzt wird, hat denn Zugriff auf eine Ressource im SharePoint. Das heißt, darüber könnte man dann in unserem Fall eine Filterung erstellen. Hängt aber natürlich davon ab, welche Datenquelle jetzt im Endeffekt da ist. Und man muss natürlich schauen, dass man nicht irgendeinen Loop kreiert, damit ein Bypass möglich ist. Ist jetzt aber im universitären Kontext, glaube ich, nicht ganz so relevant wie jetzt vielleicht im unternehmerischen Kontext. Mhm. Genau. Ich kann auch ergänzen, wenn wir jetzt in Nutzergruppen arbeiten wollen würden, dann nutzen wir einfach unsere Microsoft Azure-Gruppen, die sowieso schon angelegt sind für die verschiedenen Fakultäten und Nutzergruppen innerhalb der TU. Das war jetzt aber, sage ich mal, für diesen, wir haben ja angefangen, das Ganze zu coden im Februar diesen Jahres. Innerhalb von 3 Monaten haben wir als Studierendenteam mit den 10 Leuten, die da auf dem Bild vorhin waren, das Ganze gebaut. Und da war unser Fokus einfach erst einen Chatbot zum Laufen zu bekommen, der überhaupt eine Datenbasis hat und Fragen beantworten kann und das Ganze noch relativ performant. Jetzt ist aber, wie gesagt, auch nochmal ein neues Studierendenteam an der TU, die sich darum kümmern, die weiteren Use Cases, unter anderem auch diese Skalierung innerhalb der TUM, also auch an andere Fakultäten, das ist nämlich der nächste Schritt auch, zu sicherzustellen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall auch die Nutzergruppen, die dann hier dementsprechend auch eingeschränkt werden können. Und die Datenbasis auch an verschiedenen Fakultäten natürlich super unterschiedlich ist. Das heißt, an der School of Natural Sciences oder Sportmedizin werden die ganz andere Fragen stellen zu den Modulen, die möglich sind, als an der School of Management. Mhm. Okay, wenn es keine Meldung hier gibt, dann gab es schon Rückmeldungen von den Studierenden. Muss auch nicht nur Studie sein, einfach ein erster Eindruck. Erster Eindruck war an sich schon mal gut. Das ist sehr hilfreich natürlich auch für uns und für das Projektteam. Ja. Dazu muss man ja wirklich sagen, also ja, wir halten heute den Vortrag hier, aber unser Studieteam hat das unfassbar gut gerockt, was da abging an Coding-Expertise auch. Haben die aus verschiedenen Fakultäten auch hergeholt, die Leute. Generell ist es so, erster Eindruck, Antworten stimmen, passen schon mal, das ist immer sehr wichtig, Thema Halluzination und Biases. Aber was wir auch schon recht festgestellt haben, die Performance ist aktuell noch nicht auf dem Stand, wo wir sagen, wäre Production ready, also wenn wir jetzt TUM-weit skalieren möchten. Das heißt, die Antwort, also der Generation-Part, dauert noch einen Ticken zu lange. Mhm. Und hier versucht jetzt unser Studieteam zu schauen, eben wie man diese Antwortzeit reduzieren kann, dass wir dann halt auch eben auf ein, ich sag jetzt mal, Production-Level kommen. Mhm.
Das liegt auch vor allem daran, dass die Frage, die gestellt wird, bei unserem System einmal erst durch den Layer, durch einen Filter-Prompt läuft. Also wir nutzen LLMs, um zu schauen, hat der Studierende jetzt nicht irgendwie versucht, das System zu prompt-hacken, also zu versuchen, Fragen, Antworten zu bekommen, die er nicht bekommen soll. Mhm. Ist da irgendwas nicht Gewünschtes in dieser Anfrage drin? Das muss das LLM im ersten Schritt einmal rausfiltern. Wenn es das findet, dann soll das direkt diese Konversation abbrechen. Und wenn das dann quasi, wenn es durchgeht, also wenn die Anfrage okay ist, dann gehen wir in die Datenbank rein und suchen nach den relevanten Abschnitten aus den Dokumenten. Und das dauert eben kurz, um diese Dokumente rauszufiltern. Und dann die Generierung von der Antwort selber ist dann der dritte Schritt. Also wir versuchen quasi zu schauen, wir müssen sicherstellen, dass die Antworten compliant sind mit den TUM-Regularien und gleichzeitig halbwegs performant. Das ist nicht ganz so einfach. Da muss man ein bisschen abwägen, aber da gibt es auf jeden Fall Lösungen, die wir jetzt auch planen. Mhm. Genau. Wie viel Entlastung wird der Chatbot für die Studienbetreuung bringen? Also wir haben ja am Anfang diese Nummer gesagt, 80% Redundanz. Ja. Und das ist für uns auch eine der wichtigen Metriken, zu sagen, wie können wir diese Redundanz runterbringen. Es geht nicht unbedingt darum, dass wir absolut die Anfragen reduzieren, sondern eher, dass halt die Anfragen, die kommen, sinnvoll sind. Also es ist natürlich für uns, also die Studienbetreuer durchlaufen dann ja auch eine Lernkurve und werden ausgebildet, diese Fragen gut zu beantworten. Und es ist in dem Kontext auch wichtig, dass eben die Ausbildung greift und halt Cases bearbeitet werden, die wirklich jetzt menschliche Betreuung benötigen und nicht durch ein FAQ in der Website beantwortet werden. Ja, genau. Nach Moodle bringen, wie sind da eure Pläne? Ja, das ist jetzt ganz, ganz neu. Also wir haben vor 2-3 Tagen jetzt den ersten Kickoff-Workshop gehabt zu dem nächsten Copilot Assistant, der gebaut werden soll. Mhm. Im Moodle diesmal, aber mit den Vorlesungsinhalten. Das heißt, der soll dann nicht mehr, sage ich mal, die Website-Inhalte haben von der School of Management und administrative Fragestellungen klären, sondern eben die Vorlesungsslides oder die Vorlesungsvideos oder Transkripte davon als Datenbasis nutzen, um dann den Studierenden im Moodle selber zu beantworten. Die School of, die IT-School unter Stefan Krusche, Professor Stefan Krusche, die haben schon einen Chatbot gebaut, der eben in deren Lernmanagementsystem Artemis funktioniert. Das ist jetzt nicht Moodle, das ist ein separates System, was die eben an der Informatik-School benutzen. Unser Ziel ist jetzt, mit denen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie kriegen wir denn deren Kernkomponenten von deren KI-Lösung auf Moodle. Und das ist jetzt quasi für die nächsten 4 bis 5 Monate dann das Projekt, was folgen wird. Also die KI-Initiativen in der TUM gehen weiter. Ich glaube, alle Stakeholder sind jetzt da überzeugt davon, dass wir da mehr machen sollten. Und es ist super cool zu sehen, was da jetzt noch kommen wird in den kommenden Monaten. Ja. Wir haben hier wunderbare Anfragen aus dem Online-Bereich. Also vielen Dank, dass ihr da auch so rege teilnehmt. Natürlich möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, dass wir hier den Dialog mit euch eröffnen. Hat jemand eine Frage? Hat jemand einen Kommentar? Würde gerne jemand was wissen, vielleicht für seine eigene Anwendung? Und da kommt auch schon direkt die erste Frage. Ja, danke schön. Einfach nur der Hinweis, überall steht ja hier Kai Campus. Der Kai Campus ist natürlich auch sehr stark engagiert im Bereich Moodle-Weiterentwicklung. Mhm. Wir haben ein eigenes Moodle, das unser gesamtes Lernmanagement jetzt hingezogen und wir wollen euch nur anbieten, dass wir da gerne auch kollaborieren können, wie wir das ja auch in anderen Fällen super schon gerne gut getan haben. Das als Statement in den Raum. Cool. Super gerne. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir schnappen uns direkt die nächsten Fragen. Einfach Hand hoch. Hat noch jemand hier eine Frage? Okay, gut. Dann gehe ich nochmal wieder direkt zurück zu den Online-Fragen. Ja. Vielen lieben Dank. Tolle Arbeit. Mit welchen Kosten rechnet ihr hinsichtlich der Anfragen, API-Kosten? Ich hatte jetzt vorgestern noch mal reingeschaut ins Portal. Ich glaube, täglich sind es aktuell maximal 10 Euro oder sowas. Das ist nicht so teuer. Wir haben auch ein paar Sachen gerade noch drin, die dafür sorgen sollen, dass wir jetzt nicht explosionsartig Kostenanstiege haben. Also wir haben zum Beispiel, vielleicht hat es ein oder andere gesehen, wir haben limitiert, wie viel Text man eingeben kann. Also man kann jetzt hier nicht 3 Romane eingeben und dann muss das ganze KI-Modell das verarbeiten, sondern es sind 1000 Zeichen und die Ausgabelänge ist auch limitiert. Mhm. Also wir rechnen in voller Produktion an der School of Management, also 6000 Studierende, 100 bis 200 Euro im Monat circa. Mhm. Wenn man die aktuellen Preise anschaut. Aber die Modelle werden natürlich auch immer günstiger. Wir versuchen auch natürlich auf kostengünstigere Modelle umzusteigen, sobald es geht. Aber aktuell ist das so der Stand bei Azure OpenAI GPT-4. Mhm. Und wir sind übrigens sehr transparent und Open Source. Also sprich, wenn Leute selber es entwickeln wollen und bei uns da Inspiration suchen, schreibt uns einfach, wir unterstützen.
Ja, ganz kurze Frage, sehe ich das richtig? Wir haben eigentlich noch 5 Minuten bis zu Beginn des nächsten Slots, weil wir dann online neu dazuschalten. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns noch eine kurze Frage. Ganz viele haben wir ja auch schon aufgegriffen. Ich gucke mal gerade. Was ist der Plan für Updates, wenn Informationen oder Regulierungen sich ändern? Gibt es Ressourcen auf längere Sicht? Das vielleicht nur so als kurze Version der Antwort. Super simpel eigentlich. Wir arbeiten mit Vivid als Database Provider. Das heißt, in unserem SharePoint brauchen wir nicht mehr Informatikkenntnisse. Einfach der User, also in dem Fall der Student Support Mitarbeiter, ändert das Dokument und drückt auf den Update-Button und das Dokument ist neu in der Datei. Und dann brauchen wir nochmal Mitternacht circa, dann wird das einmal neu initialisiert und dann ist alles gut. Okay, klingt gut, ist gut. Wir sagen vielen herzlichen Dank für diese klasse Präsentation. Danke. Dankeschön, das ist euer Applaus. Danke.